Lars, ich habe letztens mal meine Schwimmausrüstung wieder aufgepackt, weil jetzt kommt ja Frühling und Sommer und ich wollte schwimmen gehen. Und da habe ich tatsächlich in meinen Flossen, habe ich noch einen 20-Euro-Schein gefunden. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Das könnte meiner sein. Und jetzt frage ich mich, das könnte was ja wirklich meiner sein. Ich mir von diesen 20 Euro kaufen? Nee, weil ich hatte dir doch mal die 20 Euro übertragen für kurze Zeit und dann gemerkt, das war gar nicht richtig. Ach so, nee, das war ein anderer Schein. Das war ein anderer Schein. Aber jetzt frage ich mich, was könnte ich von diesen 20 Euro kaufen? Hast du da ein paar Produktvorschläge für mich, ein paar Ideen, wofür ich das Geld ausgeben könnte? Ich habe ein bisschen Inspiration für dich und zwar bei Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Mit Lars Paulsen und Florentin Will. Pfiffige Ziffern. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu einer fantastisch neuen Ausgabe von Pfiffige Ziffern. Was, das war heute? Ja, natürlich, das war heute, denn den ganzen Monat lang müssen wir schuften und in die YouTube-Mine gehen und da uns ein paar Perlen heraushacken und ein paar glitzernde Taler in unsere Taschen stecken. Aber heute dürfen wir es ausgeben. Heute dürfen wir das ganze Geld ausgeben und uns tolle Produkte kaufen, oder? Wir kaufen jedes einzelne Produkt, das wir sehen. Hallo Lars. Mein Name ist Lars, das ist Florentin Will an meiner Seite. Last but not least, sage ich da immer. Ich habe, glaube ich, die letzten Male wieder gewonnen. Ich hatte ja so eine kleine Downphase Anfang des Jahres. Aber ja, Last Man Standing habe ich das genannt damals, nach dem Dreh. Die ist jetzt überwunden und ich weiß, ich habe mir irgendwann mal gesagt, wirklich so habe ich gesagt, ich glaube, ich kann gar nicht gegen dich verlieren bei Pfiffige Ziffern, weil du so bescheuert bist. Ja, spul mal 40 Minuten vor. Nee, mach das nicht. Bitte nicht. Jetzt sind die weg. Oh, die wissen gar nicht, dass wir heute nur 30 Minuten senden. Die sind zum nächsten Video geskippt. Okay, das waren auf jeden Fall meine Krönchen. Davon werde ich mir gleich noch eine besorgen. Und zwar, indem ich es eintausche mit diesem Produkt. Habe ich pfiffige Ziffern aufgegeben eigentlich? Ja, schon längst. Du hast dein komplettes Leben. Bin ich momentan auf Aufholjagd. Du hast deine scheiß Karriere aufgegeben. Und zwar vor geraumer Zeit. Also, wir sind im wunderbaren Bereich der Türen und im Grunde ist es recht leicht. Cold air stays out. Damit sind auch Mäuse und Insekten gemeint und Heat stays in. Also die lieben ja kalte Luft. Keine kalten Mäuse. Ja. Ich will keine kalten Mäuse in meiner Wohnung haben. Und damit wissen wir wahrscheinlich, worum es geht. Es geht um eine Türunterschnieselung. Oh! Das trifft sich sehr gut. Ich habe mir nämlich kürzlich sowas Ähnliches gekauft. Ich habe mir so ein Tür... Du alter Rebell. Mensch, du lässt es aber nochmal richtig krachen. Jetzt. Ich habe mir so ein Türstopper gekauft. Weißt du, so ein Türvorleger heißt es, glaube ich. So ein Türvorleger habe ich mir gekauft, weil ich dachte, es zieht ein bisschen. Es zieht wie Hechtsuppe, hat meine Oma früher immer gesagt. Es zieht wie Hechtsuppe. Hechtsuppe? Hechtsuppe, ja. Die muss wahrscheinlich relativ lange ziehen. Und deswegen zieht's wie Hechtsuppe und dann habe ich mir da so ein Ding gekauft und das Fortding. Und das muss ich sagen, funktioniert so semi. Nee, das ist hier ein Klebeband, glaube ich. Das wird unten an die Tür appliziert, falls die Lücke zu groß ist, damit hier keine Mäuse reinkommen, ehrlich gesagt. Die wartet nur drauf, dass das Ding abfällt. Und ja, von daher tolles Produkt. Der Preis ist leider nicht angezeigt hier. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Nee, das müssen wir erraten. Genau, das ist die Sendung. Ach so, jetzt verstehe ich's. Ah, okay. Was mich auf jeden Fall von Anfang an verwirrt hat, war die Jalousie. Ich dachte erst, es ging um die Jalousie. Ja, ich dachte auch, es geht um die Jalousie. Weil das ist ja wohl offensichtlich ein Fun-Jalousie, oder? Das ist so eine Holzoptik-Jalousie und dachte schon, ist ein cooles erstes Produkt, aber darum geht's ja gar nicht. Wieso kannst du dein erstes Kind Jalousie nennen? Jalousie-Pause? Jalousie? Ja, mag ich. Ich verspreche es dir, Jalousie-Pause. Das war ein geiler Name, oder? Jalousie. Zweitname? Jalousie-Bärblinger. Paulsen. Jalousie Bärblinger Paulsen. Bärblinger! Das ist die Bärblinger Jalousie. Ein Bärblinger soll kleiner, oder was? Kurze Frage noch. Wieso hat man sich überhaupt dazu entschieden, da noch eine Jalousie reinzuschoppen? Also, das ist ein echtes Bild, das dann durch 100 Photoshop-Filter lief, damit es möglichst künstlich aussieht. Ja. Und dann hat man noch diesen Klebeband unten drin gemacht. Weil auch diese hautfarbene oder diese rosafarbene, optikfarbene Holzschicht, die ist ja auch reingeschoppt. Das heißt, du hast die Tür, dann hast du nochmal eine Tür reingeschoppt und dann nochmal die Jalousie und dann dieses Produkt. Da könnten wir einen Kalender anbieten, die 365 potthässlichsten Amazon-Bilder. Mhm. Wäre das auf jeden Fall noch im März. Mhm. Wäre das noch im März dabei. Mhm. Ja, aber alles in allem gutes Produkt. Sinnvoll, aber... Was sagen die Leute? Hat jemand Erfahrung, ob es auch Mäuse abhält? Ja, Erfahrung haben wir. Leider keine guten.
Die Maus hat sich durch das Plastik geknabbert. Die kleine Maus knabbert sich zu dir. Sie liebt das Plastik und will bei dir einziehen. Sie zahlt keine Miete, sie will nur essen. Schmeiß sie raus, die Maus. Raus mit der Maus. Ich möchte keine Maus in meinem Haus. Schmeiß sie raus, wenn du sie findest. Aber sie versteckt sich und frisst dein Plastik weg. Schlechte Erfahrung, schlechte Erfahrung. Diese Maus ist meine schlechte Erfahrung. Ich hab nichts Gutes zu sagen über diese Maus. Nee, mach euch weiter, nee, bitte. Hat mir dann irgendwann auch wirklich gereicht. Es ging dann auch zu weit weg vom eigentlichen Produkt. Also es ist auf jeden Fall ein was ist hier das? Sehen wir, ach du auch meine Herren, das wird ja immer hässlicher. Guck mal, der hat das sogar nochmal abgesäbelt. Gut, dass er seinen Deko-Katana gekauft hat, damit er eines Tages da einfach mal absäbeln kann. Aha. Wir haben uns diese Dichtung für eine alte Holzschuppentür geholt, da wir ständig Laub im Schuppen hatten. Trotz regelmäßiger Nutzung der Tür hält die Dichtung, was sie verspricht. Plus starker Kleber, plus robuste Dichtung, plus lässt sich leicht zuschneiden. Also, Laub raus aus dem Schuppen. Laub raus aus dem Schuppen. Das, können wir eigentlich mal ein komplettes Album in einer Folge machen? Nein, das ist eine geile Idee. Du hast ein Album, wo für jede Hausarbeit ein Song ist. Und die ist dann auch immer so lang. Der Song ist so lang, wie man durchschnittlich braucht. Genau. Um einmal den Garten zu fegen, brauchst du 8 Minuten. Laub raus aus der Schuppenhütte. Ich habe keine guten Erfahrungen und so. Ja. Und dann kannst du es immer anhören, weil dann weißt du, wenn es vorbei ist, muss ich aufhören. So wie wenn Kinder sich die Zähne putzen. Und dazu irgendwie so einen kleinen Clip. Ich finde das richtig stark. Ich habe das auch total verstanden schon. Ich finde nur, wir sollten verschiedene Versionen rausbringen. Und zwar steht dann vorne auf dem Albumcover steht drauf 50 Quadratmeter. Wenn du eine 50 Quadratmeter Wohnung hast, kannst du das kaufen. Das ist eine geile Idee. Dann ist der Song halt 3 Minuten. Wenn du ein kleines Schloss oder sowas hast, dann geht's entsprechend länger. Ja. Gartenarbeit, Hausarbeit, Küchearbeit, alles mit dabei. Aber der Staubsauger-Track muss doppelt so laut sein wie alle anderen Songs, damit du ihn auch neben dem Staubsauger noch hören kannst. Gute Idee, das ist einfach genial. Du, das ist eine 100-Dollar-Idee. Das ist einfach genial. 100 Dollar. Boah, was könnte man alles mit 100 Dollar machen? Ich glaube eher auf Spotify. Ist es nicht so, dass man auf Spotify jeden Schwachsinn hochladen darf? Also kann. Und dann halt Geld kriegt, je nachdem, wie viele Leute sich anhören. Also zum Beispiel, was ich gerne höre, ist Regen. Kein Geld auf Spotify. Also doch, wenn du als kriegt man Geld auf Spotify, ja? Ja, was meinst du denn, wie Ariana Grande Geld verdient? Naja, die lädt das auf Spotify hoch und wenn die Leute sich das anhören, kriegst du was. Ja gut, ich habe jetzt an Podcast gedacht, aber du denkst ja natürlich an Album, Musikunterhaltung. Ja, im weitesten Sinne akustische und Elektronikunterhaltung. Und zum Beispiel höre ich gern Regen. Und ich mir auch, da hat irgendein Typ halt ein Mikrofon in Regen gehalten, ist auf Spotify hochgeladen und vielleicht hat es 10 Millionen Klicks und der ist reich. Warum sind wir nicht reich? Weil wir keine wasserdichten Mikrofone haben. Ja, das stimmt. Das hält diese Firma seit Jahrzehnten zurück. Immer kaputt gegangen. Okay, meine Lieben, das ist ein Produkt, das ist sicherlich nicht teuer. Ich fange einfach mal an mit der ersten Schätzung, damit wir hier zumindest mal irgendwas haben. Das ist ein Plastikquatsch, nee, Gummi. 1 Meter mal 5 Zentimeter. Und das ist ein Klebestreifen. Ja, das ist nicht teuer. Leim. Das kostet wie viel ist da? Ein Ding oder was? Ein, ja, 100 Meter. Mal 5 Zentimeter. Für eine Tür zahlst du deine 9,99 €. Uff. Das ist ein 1 Meter langer Silikonstreifen. 5 Zentimeter hoch. Nee, der kostet nicht so viel. Der kostet weniger. Suavemente. Nee, so im Baumarkt. Ich sehe da so 6,99 € vor mir. Ja? 6,99 €. LP sagt 9,99 €. Einer von uns beiden liegt näher dran als der andere. Wer das sein wird, sehen wir mal, jetzt und wenn man einmal mit 9,929 Pfennige. Da vorne steht's. Ja, gut gemacht. Ordentliche Leistung. Die 29er sind selten auch. Das wäre doch bestimmt im Nicht-Kombi-Angebot wäre es 9,99 € gewesen. Und wir sind mal wieder im guten alten Partybedarf. So muss es sein. Sechs Schnappgläser und Halter Shot Dispenser Six-Way. Nee, ist das nicht eine Rosé? What? So. Und vor allem, warum will man denn was mit Kohlensäure da rein tun? Das sprudelt doch da raus. Ich glaube, die hatten einfach keinen Schnaps vor Ort beim Fotoshooting. Ja, ich glaube, die hatten hier auch nicht dieses Produkt vor Ort beim Fotoshooting. Ist jetzt mal meine These für diesen. Willst du etwa behaupten, das sei gefotoshoppt? Ganz ehrlich. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ist das ein Aschenbecher und gleichzeitig ein Schnapsgläserständer? Nee, auf gar keinen Fall. Das wird wahrscheinlich ein Produktionsfehler sein, dass die Leute das als Aschenbecher verwenden. Ja, ja. Aber nein, die Idee ist, du schüttest da oben deine Spirituosen im weitesten Sinne hinein.
und die werden dann gleichmäßig aufgeteilt auf deine fünf Freunde, die du ja hast. Mhm. Du trinkst ja nicht 6 Schnappgläser jeden Abend. Du hast ja 5 Freunde dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass das für die ein oder andere Bar sich schon rentiert, ne? Irgendwie so, wo viele Shots getrunken werden, was weiß ich, in so einem Barbie, ne, wie heißt Hooters oder sowas, wo dann selten mal ein Schnaps bestellt wird, sondern werden gleich 5 und dann schenkst du das dann oben rein. Wobei, wenn du jetzt nur 4 Gläser willst, dann hast du ein richtiges Problem. Das ist ein Riesenproblem. Ja, dann kannst du kündigen. Weil du kannst es entweder, oder du hängst dich dann so drunter. Nee, kannst du komplett vergessen. Da gibt's keine Aussicht auf Besserung. Also das ist, ich glaube, wir sind uns ja einig, oder? Das ist also kompletter Bullshit, oder? Ja, ja. Allein die da rein zu fummeln und dann hoch, dauert einfach viel länger als 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe jahrelang in der Bar gearbeitet. Ja. Mit der richtigen Technik kriegst du das super schnell rein. Und danach musst du das in die Spülmaschine packen und dann geht das kaputt und das ist Plastik. Das waren Plastikshots, also wirklich, das ist ja ohnehin schon Shots, sag ich mal, ein bisschen nicht jetzt so super classy, aber dann noch Plastikshots. Aber die Gläser sind ja nicht mit dabei, oder? Die Gläser sind dabei, doch, 6. Party, Entertainment, Meat. Ah ja. Ja, der Typ sieht sehr, wie ein sehr, sehr vorbildlicher Alkoholkonsument aus, wie der Herr, der da sitzt. Letzte Runde, komm, einer geht noch. 6 Schnapsglas-Spender, der Spritzgießspender um der und der Schrot. Becher sind eine großartige und unterhaltsame Art, Schüsse zu gießen. Ja. Aber gut. Meinst du, dieser traurige Typ, den du gerade beschrieben hast, geh noch mal ein bisschen hoch. Meinst du, das ist wirklich so ein. Schön, Maria Himmelfahrt, nochmal durchballern. So ein Stock-Footage-Problem, dass du wirklich gucken musst, als so eine kleine Firma, was sind die günstigsten Stock-Footage? Dann gibst du Alkohol, Saufen. Und dann, ja, gut, der ist halt schon super traurig und total besoffen, aber naja, wir können es halt leisten. Wir können jetzt nicht da 3 Bilder reinnehmen und eins blau lassen, sondern da muss schon was rein, wenn du dich für das Design entscheidest. Hm. Ja, ist eine menschliche Katastrophe. Aber ein Hit auf jeder Party laut KB. Schnapsgläser sorgt auf jeder Party für Aufsehen und man vermeidet damit auch noch Verschüttetes auf dem Tisch. Ja. Geh mal zu der 1-Sterne-Bewertung, bitte. Von Edgar Deep. Mm. Guter Name, Edgar Deep. Hm. Also, wir haben hier unvollständige Lieferung, Problembehebung nicht möglich. Lieferung war okay, die Schachtel war etwas verdrückt, jedoch nicht defekt. Mm. Es fehlen die Silikonstopfen. Ah, damit kann man ungewollte Ausgänge dicht machen. Aha. Man bekommt zwar eine Antwort auf Mails, die aber nicht auf das Problem bezogen ist. Servus. So ist es, wie wenn man sich mit Lars Paulsen unterhaltet. Man kriegt schon eine Antwort, aber die ist halt nicht auf das bezogen, was man sagt. Somit ist es zig Mails später, zig nicht möglich, die Stopfen nachgeliefert zu bekommen und man erhält eine Rückerstattung von lächerlichen 10%. Guck mal, da beschäftigst du dich erstmal eine halbe Stunde mit diesem Produkt, kaufst dir so ein Ding für 2,90 € und oder mehr oder weniger und dann schreibst du danach noch zig Mails hin und her und verschwendest einfach bestimmt 2 Stunden deiner Lebenszeit für diesen Schnapsbehälter. Aber ich bin überrascht, wie positiv die also Michel Brinkmann, jetzt bin ich bei deiner Theorie, weil du hast ja gesagt, wenn die Rezensionen überdurchschnittlich gut sind, heißt es wahrscheinlich, dass das Produkt unterdurchschnittlich teuer ist, wenig kostet. Weil die Leute sind eher unzufrieden, wenn sie das Gefühl haben, zu viel Geld ausgegeben zu haben. Ja, ja. Aber anscheinend sind da Stopfen dabei, dass man die ungewollt. Stell dir mal vor, oh, Rudi ist nicht gekommen. Ja, ja. Und dann machst du nur 5 Gläser. Wie traurig ist das denn? Aber man trinkt doch trotzdem auf Rudi mit und dann darf das schon auf dem Tisch geschüttet werden. Ist das so, wenn jemand stirbt, schüttest du da auch irgendwie einen Schluck? Nee, was macht man da? Auf dem Boden, glaube ich, irgendwie. Aber ich glaube, das machen auch primär Wikinger, glaube ich. Nee, generell. Was macht man, wenn Menschen sterben? Ich weiß nicht, ob man das halt. Keine Ahnung. Ich wäre völlig überfordert, ehrlich gesagt. Gut, also du musst anfangen mit deiner Schätzung. Ja, also das ist wirklich das Weil wir haben nämlich nicht mehr lange Zeit und wir stehen momentan 1-0. Also wenn wir nicht wollen, dass es 1-1 ausgeht, sollten wir ein paar Schätzungen machen. Nein, aber das ist absolut, das ist Plastik, der Plastikmüll hoch 3, das ist kompletter Nonsens, braucht kein Mensch, ist super billig. Kann sich Jägermeister mal beschweren, dass da unten links eine Flasche von denen zu sehen ist. Oh, Product Placement, Gino. Und ich würde sagen, das sieht so hässlich ausgeschnitten aus, ey. Ich bin bei 5,99 €. 5,999 €. Oh ja, das ist eine gute Schätzung, weil das wird nicht. Das wird jetzt nicht irgendwie nur 2 Euro kosten. Das wird, ja, Partymaterial ist natürlich immer sehr, sehr günstig, ne? Wäre es nicht andersrum klüger, dass man Shots in eine Flasche tun kann? Nochmal? Also, dass man nach der Party die Gläser noch aufsammelt und das alles wieder in die Flasche zurücktut? Nochmal? Oder kann man es umdrehen? Nochmal? Dass man nach der Party die Gläser einsammelt und alles nochmal reintut für so einen Sangria-Eimer oder so?
Finde ich richtig stark, ja. Ich glaube, das Ding kostet ein bisschen mehr. Wir sind bei 8 Euro. 8,99 Euro seit Pilsen. Drücken. Noch nicht so schnell. Erstmal kurz genießen, meine Schätzung. Wie findest du die? Ja, da gibt's nichts dran zu genießen. Das ist eine schäbige Schätzung, die nichts kann. Und dafür wirst du jetzt direkt bestraft. Was? Dieser Plastikquatsch. 17 Euro für den Bullshit? Und die Leute feiern's ja auch noch? Du bist echt, also wirklich, Welt, was ist aus dir geworden? Wir hatten mal hohe Ziele. So, jetzt gibt es einen Yoga-Kopfstandhocker. Uiuiuiui. Meinst du, das ist so, was Leute kauften auch nach diesem Schnapsprodukt? Ja, glaube ich auch. Schön schlafen, abkotzen auf dem Kopfstand. Schlafen dann da ein. Oh, ich glaube, das ist eine massive Verletzungsgefahr. Nee, dafür wird gesorgt. Bayer Show? Oh, oh, oh. Okay. Ist das geshoppt? Nee, das ist richtige Fotografie. Oh, wir haben ein Video. Ah, da ist doch bestimmt wieder Mucke drin. Ich das ist doch bestimmt auch so ein Ding, das als Yoga gekauft, verkauft wird, aber als Sextoy gekauft wird, oder? Bestimmt. Wie willst du darin ficken? Ja, der irgendwie dann so Kopfüber oder sowas. Das wurde bestimmt mal in so einem SM-Forum gepostet und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Moment, was? Fun fact, being inverted for 5 minutes is equivalent to 2 hours. 5 Minuten muss ich nur Kopfstand machen. Dann brauche ich nie wieder schlafen. Kopfstand sind 2 Stunden. Wie viel Stunden Schlaf brauchst du so? 5, 6 Stunden Schlaf. 6 Stunden Schlaf, sagen wir jetzt mal. Brauchst du. Das sind 15 Minuten Kopfstand. Dann brauche ich nie wieder schlafen. Nie wieder schlafen. Tell me more. The yoga headstand bench is made out of premium quality wood and features a sponge cushion for comfort while upside down. The inverted bench is ergonomically designed. The conventional headstand. Merkst du, wie es dir schon besser geht, Florentin? Mir geht's viel besser. Oder? Mir geht's total gut. Ich muss halt nicht mehr schlafen, glaube ich. Oh Gott, und was ist, wenn man da überkippt? Oh Gott. Das ist, kannst du auch gleichzeitig als Guillotine verwenden. Ja, also als Kopfstandkissen hat's mir nichts gebracht. Aha. Aber ich ziehe mir darauf gerne die Schuhe an. Ja, also ist natürlich oft so wie so Workout-Zeug gern gekauft, ungern benutzt. Ich habe damit meinen Nachbarn geköpft. Dafür hat das einwandfrei funktioniert. Sag mal, Bewertung bitte. Ja, da ist sogar ein Poster dabei mit den ganzen Positionen. Ne? Ja. Das ist schon nett. Ja, das scheint schon. Ah, ich will so ein Florentin-Film mal im Kopfstand sehen. Ach ja, klar. Aus so einer Yoga-Brücke da. Funktioniert aber schlechte Optik. Was heißt das? Von unten oder was? Ja, in Schwarz sieht's wirklich aus wie eine Fickschaukel, da gebe ich dir recht. Schlechte Verarbeitung des Polsters, naja, gut. Uninteressant, abgesplittert. Abgesplittertes Holz, wackelt leider. Oder so ein Plumpsklo. Kann es auch als Plumpsklo verwenden. Du, ich glaube, das kannst du sehr multifunktional einsetzen. Als Kackschemel. Aus Massivholz im Gegensatz zum anderen Holz. Sehen wir hier auf jeden Fall verschiedene Sachen. Ja, ich glaube, das ist eine, also die Marketingkampagne ist zumindest schon mal recht ordentlich für Amazon-Verhältnisse. Also da wird schon mal ein bisschen Geld reingeflossen sein. Also den Unterschied zwischen Massivholz und allem anderen Quatsch habe ich letztes Mal wieder gemerkt. Ich dachte, ich bin Handwerker, Lars. Unsere Garderobe oder sowas, nee, wie heißt das nicht, Garderobe? Kommode war kaputt. Kommodo. Und dann wollte ich die mit einer Schraube und einem Schraubenzieher wollte ich, einem Schraubendreher, einem Akkuschrauber, habe ich eine Schraube dann reinbohren wollen, sozusagen, damit es hält. Das ist alles so aufgesplittert, weil es natürlich kein Massivholz war. Es ist natürlich, ja, von einem schwedischen Hersteller. Aber wie heißt denn das Holz, das nicht Massivholz ist? Spanplatte! Gut, okay, du kennst dich tatsächlich besser mit Schreinerei aus, als ich das denke. Bestseller, ja, ich glaub, Nummer 1 gibt eigentlich einen Multiplikator mittlerweile. 24,99 €. Gibt es einen Multiplikator? Nein, gibt's nicht. Du stehst immer alleine nachts, postest immer irgendwelche Regeln, die niemand akzeptiert. 24,99 €. Ich mache ein eigenes Forum auf und dann sammle ich da meine Crowd und dann greife ich euch alle an. Ja, Subreddit Last Crowd. Mhm. Könnt ihr gerne gründen. Ist so blöd. Könnt ihr mal gucken, wie oft du dich da rumtreibst in deinem eigenen Subreddit. Also, 250 Pounds sind das, ne? LB? LB? Was meinst du? Ja. Pounds, oder? Nee. Doch. Ach so, ja. Ja, Lips. Lips. Mhm. Recommended Body Weight. Ja.
Ja, also wir sind natürlich im Sport- und Yoga-Bereich. Da kannst du durchaus was verlangen. Ich glaube wirklich, weil ich vorhin kurz überlegt habe, wenn man sagt, ja, so alle Hochzeitsprodukte oder Kinderprodukte oder Sportprodukte, kannst du immer gleich viel mehr Geld verlangen, obwohl es gar nicht so viel wert ist. Das Einzige, wo es nicht zutrifft, ist wirklich bei so Saufsachen. Bei Sauf und Party, eigentlich könnte man auch sagen, naja, die Leute feiern ja gerne, dann kannst du viel verlangen, aber nee, die wollen nicht viel Geld ausgeben. Nee. Bei Yoga aber schon. Deswegen sind wir hier bei 39 Euro. Wow. Ich bin ein mutiger Kumpane. Du bist aber auch ein Glatter heute, oder? 39 glatt? Ja, irgendwann werde ich damit zum Ziel kommen. Gut, 39 glatt, sagt Paulsen. Ich bin bei 24,99. Einer hat recht, der andere steht mit seiner Schätzung. Kopf, wir schauen mal nach. Geht nach oben. What the fuck, 95? 95 ist zu viel, muss ich ganz klar sagen. 39 wäre eine gute Schätzung. Alter, was ist denn los heute? 95 Euro, meine Herren, ey. Oh, wir haben ein Pizzasafliergerät. Boah, da schüttelt's mich. Moment. Nein, es geht darum, den Teig zu sarotieren. Ja, ist das so, ja? Oh, schon wieder sein Photoshop, ey. Haben die das Produkt nicht vor Ort gehabt oder was? Oder haben die kein Foto? Nein, die machen einmal den Teig und shoppen dann 30 Produkte drüber. Eben, aber auch mit so einer mehligen Hand. Ich finde gut, dass die Hand so leicht angemehlt ist. Ja. Das ist eine angeschimmelte Hand. Das ist ein Stipproller. Backhilfe für Pizza. Ja, damit die luftiger wird, oder was? Damit da schon mal ein bisschen Luft reingeluftet, Luft wird. Ich schätze ja. Das ist für die Luft. Was tust du da, mein Junge? Was ist das für ein Preis da oben? Wieso hat da Doom wieder nicht dafür gesorgt, dass alle Preise von der Seite verschwinden? Wo? Da oben, hier. Aber das ist für den Dinosaurier. Stechform. Ja, also ich kenne mich nicht gut aus mit Teigen, ganz ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie viel das wert ist, wo, dass ich sagen würde, oh, jeden Abend muss ich da einzeln die Löcher reinmachen. Das ist ein Riesenaufwand, aber das ist auch wieder so schäbigstes Plastikschäbig-Ding einfach. Du kennst dich nicht aus mit, du bist doch Teigentin. Hast du nicht früher immer deinen eigenen Pizzateig und sowas selbst stolz präsentiert? War das nicht so eine Zeit? Hast du nicht mal eine Zeit lang dir so ein Schnurrbart wachsen lassen und dann immer so mit Pizzateig rumgeworfen? Nee, das waren Torten. Ah, ich habe Torten gegessen. Ja, schön. Insgesamt gut, super praktisch, super geeignet für Pizzaboden. Man zieht ihn einfach über den Pizzateig. Die Plastikzacken sind stabil und bleiben nicht am Teig kleben. Aha. Wieder so Plastikzacken, ey. Leicht zu bedienen, leicht zu handhaben, Pizza wird fluffiger. Aha, Pizza wird fluffiger. Das habe ich ja ungefähr genauso gesagt. Gut, also ich bin da wirklich, jetzt fang du mal an, aber ich bin da wirklich in dem untersten aber Bereich. Aber ich habe noch eine Frage, Preise. Wieso, also für was ist das noch, außer für Pizza? Brot? Ja, also als Sextoy. Was glaubst du denn, Lars, warum das bestellt wird? Du bist halt ein bisschen aufgegeilt. Ja, ich glaube, wenn ich alles verwende, dann letzten Endes dafür. Wahrscheinlich. Aber so als Rückenmassage könnte ich mir gut vorstellen, ganz ehrlich. Zack, 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 ein bisschen hoch und runter. Nee, da brauchst du Kraft, da musst du richtig ran. Ja? Nicht dieses, nee, das ist doch keine Massage. Ja, ein bisschen kitzeln. Also, ich bin bei gut bewertet. Das heißt, wir sind im niedrigklassigen Bereich. Es ist aus Plastik, kann also nicht wahnsinnig viel. Man kann da nicht viel für verlangen, aber trotzdem 11,99 Euro. Gute Schätzung. Nein. Doch, wahrscheinlich sogar ein Volltreffer. 2,80 Euro, das ist ganz billig. Nein, nein, nein. Doch, das ist lächerlich billig. Nein, 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 nein. Wirklich. Quatsch, das kostet doch keine 2,80 Euro, Florentin. Ja. Also, du bist wieder komplett irgendwie abgetaucht, muss man sagen. Lars, überzeug dich eines Besseren und schau einfach mal nach rechts oben, dann siehst du, wer hier von uns beiden recht hat. Ja, guck mal, 11 Euro, was habe ich gesagt? 11,99 Euro oder so? Nee. Habe ich 11 Euro gesagt? Nee. 11,99 Euro habe ich gesagt, okay. 11 Euro für einen Plastikknabberer! Weiter das knabbern. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt wird naja, es kostet ja auch Geld, die ganzen Photoshop-Dinger da zu bezahlen. Müll! Nee. Klappbare Campingtoilette. Scheißen, da spreche ich nicht gern drüber. Ideal als mobile, faltbare Toilette unterwegs. Ja, gut, das ist offensichtlich platzsparend und leicht. Glaube ich, für jeden Festivalgänger ein absolutes Muss. Du kannst aber auch für 89 Euro die Yoga-Dings da kaufen. Nee, wie viel waren es? 99 Euro sogar? Ja, stimmt. Und das Bild hatten wir schon mal. Beruhig dich. Das Bild hatten wir schon mal. Und aber die dann mit alles einem Regenschirm rein. Oder sowas, ne? Das ist natürlich ein schönes Campingstock. Stabil und platzsparend, cooles Teil. Kinder-WC ist für zierliche Personen geeignet. Vielleicht auch für Kinder gut. Von Geismar. Und will fit your needs. Von Privathaushalt. Gut, also ach, überzeugte Kunden. Steht jetzt überall, war das schon immer so, dass jetzt überall, wo ein Preis stehen könnte, dieses
dieser Blog Preisanzeigen. Ach ja, guck mal. Das hat er gemacht, ne? Der Typ. Es heißt, wir könnten auch hier bei dem Zelt anzeigen lassen? Mach mal nicht, sonst kommt, zeigt es vielleicht. Oh Gott, jetzt stürzt es ab. Kannst du wieder ausblenden. Finde ich gut. Du machst Qualitätsprogramme. Du bist echt so ein No-Risk-No-Fun-Typ. Ne? Ich hätte mich das nie getraut. Ich hätte erst gefragt und dann in meinem Amt angerufen und so weiter. So, aber das kostet doch jetzt 2,80 Euro, oder? Ja, mach mal. Schätz mal. Weil, also das ist ja wirklich ein Plastik-Quatsch. Ja, ja, 2 Euro. Ich gehe noch mal drauf auf 4,90 Euro. Ja, das ist eine echt gute Schätzung. Als ob du so in der Welt verankert wärst und dich auskennst. Du lebst doch auch nur im Internet in einem Quatschland. So, jetzt gib mir bitte deine Schätzung hier. Na, es wird auf jeden Fall nicht so eine Quatschschätzung sein, das kann ich ja schon mal sagen. Ist das alles aus Plastik? Nee, es ist richtig geiles Zeug. Das kostet inklusive Müllsäcke, also mehr als einer. 16,99 Euro. Das kann nicht sein. Das stimmt ja auch noch nicht. In Form gegossenes Plastik kann nicht so viel kosten. Es ist praktisch, kannst es mitnehmen, einklappen. Du lebst in der Parallelwelt. Wir schauen nach. Das ist nicht das ist, was geschieht? Das ist ein Witz, oder? Na, da steckt ja, guck mal, wie viel Technik und Erfindung dahinter steckt, das allein zusammenklappen zu können. Ist das die lameste Folge versteckte Kamera aller Zeiten? 100 Kilo? Ist das reingeprankt gerade? Okay, jetzt will ich was war deine Regel? Erste Regel von reingeprankt ist, wenn jemand fragt, ist es reingeprankt, muss man sagen, ist es ja. Antwort ist, es ist nicht reingeprankt. Okay. Was war deine Schätzung nochmal? 4,99 Euro. Meine folgende These ist, das steht bis 100 Kilo belastbar. Es gibt kein Produkt der Welt, das 4,90 Euro kostet und bis 100 Kilo belastbar ist. Prove me wrong. Okay, ja, ich verstehe schon. Ja, wir gucken mal nach. Vielleicht das nächste. Vielleicht hier, dieses Schluder. Vielleicht ein Sack Mehl oder so ein Pfund. Oder so ein Zucker. Ich weiß nicht, ob der so viel aushält. Also, wir haben es hier zu tun mit intelligenter Knete. Wir wussten alle, der Tag wird eines Tages kommen, dass Knete intelligent wird. Und dann haben wir ein richtiges Problem. Deswegen muss es alles schnell verkauft werden. Falls man missliebigen Metallblock hat, den man einfach nicht mehr sehen will, ist das perfekte Produkt. Denn es absorbiert diesen restlos. Perfekt. Wir haben eine Fehde mit der Knete. Und zwar sehr bald. Was ist der Sinn hinter diesem Produkt, Florentin? Bounce it, stretch it, tear it. Was macht man? Ich hab's nicht verstanden. Ja, das ist magnetische Knete. Das heißt, du kannst damit rumspielen. Magic Magnetic Mud. Ach, das ist einfach Schlamm. Da bin ich Safe ja voll dabei. Silicon Material, good elasticity. Oh, ich hatte ja irgendwann mal, hat mir, glaube ich, Anja damals, hat mir diesen dieser kinetische Sand. Ich habe damit wirklich ein Jahr lang unten, oben die Redaktion verpestet. Ja, der ganze Scheiß ist immer noch da. Immer noch alles voll. Ich habe da wirklich ganz gern mitgespielt. Das heißt, ich werde mir das Ding auf jeden Fall kaufen. Versprechen. Aber das ist eine Übertreibung, oder? Ach so, das ist. Dass das aus dem Töpfchen da. Ja, ist Übertreibung. Das ist zu stark. Auch das ist zu stark. Das geht. Vergiss es. Nein. Doch, das geht. Nein, das geht nicht. Wenn du es vorher so hintrampierst. Nein. Geil. Kauf ich. Also, das ist bestimmt nicht gesund, oder? Damit kann man bestimmt einfallslose Tölpel wie Lars-Erik Pausen ein paar hart verdiente Euronen aus dem Portemonnaie ziehen. Und hier. Achtung, Masse ist nicht selbst magnetisch, nicht knetbar und hinterlässt Spuren. Sie schmiert. Es sollte uns für kleine Magnetpartikel im Modellbau dienen, da ich laut Beschreibung vermutete, dass die Masse selbst magnetisch oder magnetisierbar sei. Dies ist aber nicht der Fall. Die Masse reagiert zwar auf den Daumenmagneten, aber hat selbst keinen Magnetismus. Verstehe ich nicht, wirklich nicht. Naja, wenn du einen Magneten hast, dann reagiert die Knete drauf. Aber die Knete ist selber nicht magnetisch, kann also kein Eisen, kein Metall anziehen. Ja, aber sagt es das? Ich würde schon sagen, weil es wird nie gesagt, dass dieser Metallklotz hier selber ein Magnet ist. Aber du, also zum Beispiel, der Kühlschrank ist magnetisch, ne? Heißt ja nicht, dass der Kühlschrank Dinge anzieht. Heißt ja nur, dass du deinen Magnet an den Kühlschrank hängen kannst. Naja, das ist eben die Frage. Ist es magnetisch oder ist es nur... ist ein Kühlschrank. Ja, wenn du das so verstanden hast. Ich hätte es andersrum verstanden. Ich dachte, dass du diese Masse an den Kühlschrank hängen kannst. Hätte ich erwartet. Aber das ist nicht der Fall. Nee, das kannst du nicht. Dafür haben sie doch Schaubilder hier eingefügt mit den Magneten. Versuchst du jetzt gerade die Produktsicherung dieser Firma zu retten? Ja, ich will mir das wirklich kaufen. Ich finde das richtig klasse. Hast du ein Problem mit Sevi? Ja, ein Riesenproblem. Sevi, wenn du zuschaust, nach der Sendung auf dem Parkplatz. Obwohl, ist das ein Weintester? Nee, Wiene? Produkttester? Wein? Wein? Ein Wein, ja, stimmt. Ich glaube, für Wein? Gehört, gehört Wein nicht Amazon? Nee, keine Ahnung. Wein? Diese App oder was?
Nicht empfehlenswert für Kinder. Die Knete ist fast fest, aber lässt sich kneten. Sie lässt sich sehr langsam nur vom Magneten anziehen. Aha. Sodass da die Geduld der Kinder gefragt ist. Ärgerlich ist für mich, dass wir uns damit zwei Pullis versaut haben. Ja, gut. Hab die Flecken mehrfach behandelt und sie gehen nicht mehr raus. Ja, dann ist es halt so. Meine Güte. Entweder ihr wollt magnetischen Spaß oder einen sauberen Absoluter Pulli. Absoluter Schrott, schreibt N. Schneider. Die Knete ist total hart. Der Magnet zieht den Klumpen Knete an, schade aber nicht wie drum auf dem Bild. Aha. Kneten lässt sich überhaupt nicht. Eigentlich minus 5 Sterne. Es ist die wütendste Bewertung, die wir je hatten. Ja, mach das mal oben hin. Wow. Die Sterne nicht lügen. Geh mal zu unserem Produkt jetzt bitte. Genau, hier können wir nochmal meine Erfolgssträhne anschauen. Gut, du bist dran mit der. Nee, ich muss die erste Schätzung machen. Du hast also, das ist jetzt lächerlich teuer, weil Trottel wie du drauf reinfallen. 1400 Sterne-Bewertungen. Ich weiß gar nicht, wieso die so gut bewertet wurden. Wahrscheinlich Fake-Bewertungen hauptsächlich. Ja, ich hätte es natürlich gekauft gerne. Fühle mich jetzt ein bisschen abgeturnt, klar. Wir sind bei. Trotzdem wird das schon seine 10 Euro glatt kosten. Viel zu teuer natürlich, aber hätte ja Spaß machen können. Tu es. Ich hab schon geschätzt. Was hast du gesagt? 10 Euro. Nein! Das ist doch viel teurer! Dinge kosten nicht so wenig Geld in der Welt, in der ich lebe, in der ich mich auskenne. Ha! Lars in seiner Traumwelt, der verlässt ja nie seinen Keller. Der weiß gar nicht, wie die echte Welt ist. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß, dass das 40 Euro kostet. Ich bin der Schlaue. 40 Euro hat er geschätzt. 40 Euro kostet das. Typ weiß auch überhaupt gar nicht mehr, wo oben und unten ist. 40 Euro, wir schauen nach, dass ich recht habe. Ach komm, das ist doch nicht dein Scheiß, Herz. Nee, aber komm, das war doch jetzt wirklich einfach nur Dummheit. Also das war doch nur Provokation und irgendwie Show und Entertainment. Klar, wenn wir hierher kommen für Entertainment, hast du wirklich gute Arbeit geleistet. Aber ich bin hier, um Punkte zu kriegen. Nächste Runde. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Aber du hast doch jetzt nicht wirklich gedacht, das kostet 40 Euro. Ich dachte, Leute lassen sich vom Magnetismus hinters Licht führen. Knete für 40 Euro? Heißt das eigentlich Magnete? Hieß es Magnete? Magnet, ja. Nee, hieß es Magnete? Nee, hieß nicht, glaube ich. Ja, warum nicht? Ich glaube, es ist ein englisches Produkt. Aber Magnete ist natürlich ein guter Name. Lebexi heißt es. Schade. Eine kurze Frage, Lars. Ja. Was ist das? Ein Stein. Ein Ei vielleicht? Ein Hornissennest? Was sagst du? Ich glaube, man kann auf einmal zu einem Hornissennest kommen. Ja, getrocknetes, versaliertes Nest, ja. Ich habe noch eine Frage. Was ist das? Das ist ein von diesen Mistkäfer, diesen Sisyphos-Käfer. Ah, ja. Verstehe. Also du kannst in Kombination ein Stück Scheiße und ein Nest kaufen. Ja, ich hätte gerne einmal bitte das Hornissennest und den Stück Ködel. Jetzt wird's klarer, glaube ich. Also die drei Bilder haben mich nochmal wirklich rangeführt. Ja. Jetzt ich glaube, wir brauchen klar. die Beschreibung. Jetzt nutzt nichts. Aha, aha. Okay, es ist. Es ist Edelsteinwasser. Ach du Scheiße. Ein Original Moki Marble mit Echtheitszertifikat. Lebende Steine. Oh Gott, jetzt hatten wir gerade lebende Knete, jetzt kommt lebende Steine. Jetzt alles lebt. Kommen die direkt aus dem Hopi-Indianergebiet im Westen der USA. Das sind lebende Steine? Ach Gott, ja, weil da so viel Energie drin ist, dass sie anfangen zu leben. Perfekt als Geschenk. Nachgesagte, nachgesagte Wirkung, das ist immer das Wort. Die lebendigen Steine sind direkt mit der universellen Energiequelle der Erde verbunden. Ach, ist okay. Das ist ja noch mehr wert als wissenschaftlich geprüfte Wirkung, ne? Das ist so ein abgestuft. Erst kommt wissenschaftliche geprüfte Prüfung und danach kommt nachgesagte Wirkung. Aber guck mal, 4,5 Sterne. Die Leute sind begeistert von diesen lebenden Steinen. Ja, weil das natürlich alles komplette Freaks sind, die das kaufen. Ratzfatz. Also, hier haben wir erstmal Fragen. Woran erkennt man, dass dieses Paar ein echtes Paar ist und nicht einfach zusammengewürfelt? Aha, die weiblichen Marbles sind eher rund und die männlichen haben eine UFO-Form. Also, das ist ein Steinpaar. Ach, die findest du quasi dort dann in den Gebieten immer zusammen als Paar. Moment, und die finden sich zusammen oder was? Oder muss man die selber erst suchen und zusammenführen? Sind die magnetisch und ziehen sich so an und nur ein Topf ist. Ein Deckel passt auf den Topf. Die Leute sind begeistert. Winzig, schreibt Marisa. Ich musste lachen. Der weibliche Stein ist winzig und wirkt
nur 14 Millimeter. Wirklich? Der männliche ist etwas größer. Dennoch perfekt für mein kleines Lederbeutelchen, in dem ich sie mittragen möchte. Ich finde sie deutlich angenehmer von der Energie. Als ihre großen Kollegen. Jetzt sind wir hier wirklich in der dunkelsten Ecke von der Scharlatanerie. Superschöne Steine. Einfach toll. Von Alexa Toppi habe die Steine XL bestellt und dachte, sie wären etwas größer. Das ist mich zufrieden. Natürlich heißt sie Alexa. Sie erzeugen ein spürbares Energiefeld, strahlen eine enorme Ruhe aus. Ja, es sind Steine. Was glaubst du denn sonst, was sie ausstrahlen als Ruhe? Weiterhin wird ein Echtheitszertifikat mitgeliefert und bestätigt, dass es sich um keine Fälschungen handelt. Halt! Geh nochmal zu der zweitletzten. Da stand auch nochmal was mit Energie. Aber ich musste feststellen, dass die Energie dieser Steine, ich hatte Größe M bestellt, viel intensiver als mein bisheriges Paar ist. Mhm. So liebevoll und tragend, heilsam und freudespendend. So gut, nee, so wie gute Freunde eben sein sollten. Ach, das sind ihre besten Freunde jetzt. Ey, ganz ehrlich, ich mache mich gern drüber lustig. Auf der anderen Seite gibt es halt Leute, die dadurch halt wirklich eine gute Zeit haben. Und nee, not? Absolut, klar. Also, ich meine, die zahlen da wahrscheinlich ihre 30 Euro und haben den besten Freund ihres Lebens, ja, und können sich einfach ein paar davon kaufen, damit sie ihre 6 Shots trinken können, eben, mit ein paar Leuten. Von daher eigentlich ein guter Deal. Also, jetzt sind wir, glaube ich, in völlig offenem Gewässer. Ja, bei dieser Esoterik-Abzock-Bullshit kann halt auch einfach mal 200 Euro kosten. Jetzt 300 Euro. Ja. Also, easy. Jetzt kann es eskalieren, aber jetzt ich sind wir lost. Ich habe noch so ein bisschen Resthoffnung, dass Amazon, oder? Erlaubt das wirklich alles? Nein, hatten wir nicht auch mal dieses Ding, das dann 1000 Euro gekostet? Ja, hatten wir nicht so einen Ogonenstrahler? Ja, irgendwie sowas hatten wir. Also, die lassen wirklich alles ziehen. Ja, oder? Doch, ich glaube, das ist scheußlich teuer. Also, wirklich erbärmlich teuer. Das ist das Problem. Du hast ja in gewisser Weise recht, wenn die Leute da Spaß dran haben, okay, aber dann kostet es halt 10 Euro und nicht 500 Euro. Nee. Ich habe richtig Spaß zum Beispiel an so einem kühlen Bier. Ne? Das ist für mich mein bester Freund. Das kostet mich 3,99 Euro. Ich habe Spaß an 6 Plastik, 6 mit Plastik gefüllten Shotgläsern. An 6 mit Plastik, ja. Gut, wir sagen jetzt mal, ich fange einfach mal an, weil du bisher so schlecht warst. Ich glaube, wir haben hier echt ein Problem. Wir sind bei der XL-Variante. Es gibt die MLXL, skalierbar also. M muss schon auch teuer sein, weil es sind fucking Mucki Marbles. Importiert. Ach du Scheiße, ey. Okay, XL ist 28 bis 38 Millimeter. Das ist aber nicht viel. Das ist echt nicht viel, ne? Das ist eine Kastanie. Was ist denn dann M? Da muss man ja laut lachen, wie die eine Frau schon geschrieben hat. Ja, wir sind trotzdem bei XL sind wir bei 99 Euro. Nee. 99 Cent dann noch. Nee, ich sag echt, das sind mehr. Ich glaube, dafür ist es zu klein. Weil das mit diesem, weil wenn die das extra betont, Echtheitszertifikat, also ansonsten, dass es keine Fälschung ist. Allein, dass die Kunde davon ausgeht, man könnte das fälschen. Wenn das nur 10 Euro kostet, dann fälscht es doch keiner. Ich sage, es kostet 250 Euro. Ich will dir gar nicht widersprechen. Ich würde mich jetzt nicht total wundern, wenn das stimmt. Ich hoffe einfach, dass es so ein kleines, weißt du, auch gut bewertetes Ding ist. Bei den teuren hast du dann doch oft auch mal Leute, die sagen, nee, 250 Euro und so viel Freude habe ich nicht gespürt. Was soll da passieren? Es strahlt plötzlich keine Ruhe mehr aus. Ja, ich habe die Freude einfach nicht gespürt. Ja. Das ist ja das Ding an diesen Abzocksachen. So, es gibt ja keinen, es kann ja nicht falsch sein. Es gibt schon manche, die dann sich beschweren, dass dieser Okulist da oder was das ist im Garten doch nicht für besseres Wetter gesorgt hat. Aber wenn die einsehen würden, dass es nicht den Effekt hat, dann würden sie eingestehen, ich habe mich verarschen lassen, habe 250 Euro für ein Stück Stein ausgegeben. Das heißt, die müssen sich das einreden, diesen Effekt. 250 Euro, ich bin sehr gespannt, wer von uns recht hat und wie dreist diese Esoterik-Abzocker tatsächlich sind. Und es sind... Oh, das ist ein Schnapper. Das ist ein Schnapper. Guck mal, für M kriegst du 19,99, sind aber nur 0,0 Millimeter kleiner. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber ist dann ein okayer Betrug. Sag mal, weißt du, was ein gutes Business wäre? Mucki Marbles zu fälschen. Oder? Wir kaufen uns einfach einen Haufen Kastanien, wickeln da so ein bisschen Magnetknete drum, verkaufen die hier für 27 Euro hier im Shop, hier bei Rocket Beans. Ja, vor allem, machen da ein Echtheitszertifikat, ein Echtheits-PDF dazu. Vor allem, wenn ich wirklich schon diese Straftat begehe und dieses Risiko eingehe, ins Gefängnis zu kommen, dann mache ich das doch für Produkte, die 500 Euro kosten und nicht 26,99 Euro. Und wofür sitzt du? Mord. Mucki. Sag mal Mord. ja. Sag mal, okay. Also, wir gehen weiter. Es steht... Uiuiui. Also, wer eine richtig große Pizza backen will und sagt, die will so fucking fluffig sein, wie ich nie erlebt habe, es ist ein Rasenbelüfter. Sandalen, vertikutierbar, Rasenlüfter. Auch hier als Sextoy nicht ungeeignet, möchte ich hier mal hinzufügen. Ja. Auch das ist möglich.
du kannst, also in Indien trägt man es genau andersrum. Da hast du die Schnalle auf der anderen Seite. Oh, Alter, wie böse. Ja. Wie böse. Das, also, da, warum machen das nicht Bankräuber? Kommen da mit einem Messer oder so? Nee, nee, die kommen in Zukunft damit. Ja, so ein Und dann zeigen sie das auch. So ein Tritt auf den Hals, einfach so. Hände hoch! Hä? Moment! Sagen Räuber wirklich Hände hoch? Ja, ja. Kasse auf! Oder ich drehte mit den Kutierern hier. Okay, okay. Und wofür sitzt du? Mord. Sag mal Mord. Ja, also finde ich gut, aber ehrlich gesagt muss ich auch sagen, auch ein Fashion-Statement. Ja, ich glaube, so auf dem Laufsteg, ja? Damit ist zwar ein unerträgliches Geräusch auf diesem Marmor-Laufstegen der Welt, der Haute Couture. Aber, glaube ich, ist mal eine Ansage. Wird gerne zusammengekauft, natürlich mit Rasendünger. Weil sonst bringt es nichts. Wenn du keinen Rasen hast, bringt dir das nichts. Leider ist es nichts, schreibt Mel. Sieht vielversprechend aus. So, aber wenn man die Schuhe anhat und durch die Wiese läuft, Punkt, bleibt man. Was verspricht dir das Bild alles? Entweder hängen und kann den Fuß nicht aus der Erde ziehen oder man nimmt alles mit. Haben es jetzt bei nass, bei feucht und bei Trockenboden ausprobiert. Jedes Mal Probleme. Nun ist das Band gerissen. Ach, so schnell metaphorisch oder wirklich? Mhm. Da man so eine Kraft braucht, um die Schuhe aus der Erde zu ziehen. Also geht es nun in den Müll. Kauft sie bitte nicht, schreibt Mel. Also es ist ihr ein Anliegen, dass wir es nicht kaufen. Sehr unbequem, schreibt jemand. Gut. Gibt's die auch in Sneaker Edition? Naja. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, die Dinge zu besorgen. Ich wohne allein im dritten Stock in der Wohnung, ich habe keinen Garten. Aber ich bezweifle. Ich hatte so Bock! Bezweifle, dass ich sie häufig anwenden werde. Man muss erstens üben, damit zu laufen, und zweitens schneiden die Bänder ein und lösen sich. Wenn man die Dinger mit Wanderstiefeln trägt, könnte es besser sein. Okay. Also, aber warte mal, wenn jemand wirklich schreibt, ich weiß nicht, was mich geritten hat, die Dinger zu besorgen, gibt trotzdem 4 von 5 Sternen. Ja, ist schon interessant. Das ist eine Erwartungshaltung. Der ist wirklich leicht zu pleasen. Ganz easy. Vor allem, wenn ich solche Dinge hätte, ich würde damit nicht durch meine Wiese laufen, sondern durch eine Senffabrik. Ha. Und dann durch in die Senftöpfe reingehen und dann den Senf ablecken, weil da kannst du ja durch den Deckel durch. Eine Senfdusche kannst du dann machen aus so einer Senftube. Oh. Machst du eine Senfdusche draus. Schön unten an den Senfbeutel so ein Dropkick und dann, oh, geil. Geil. Also. Oder so wie mit Bier, tschack, in die Bierdose rein, machst du mit Senf mal. Bitte aufpassen, Produkt nur noch 9 Tage auf Lager. Nee, sind nur noch 9 auf Lager. Also bitte bestellt schnell. nur noch 9 Tage auf Lager. Nee, ist völlig in Ordnung. Tipp mal deinen Tipp. 35,99. Also ich habe folgendes Problem. Scroll mal bitte ein bisschen runter. Da gab es so Alternativen zu dem Ding und die sahen viel hochwertiger aus da unten. Hier. Ich finde diese da unten, das. Mann, jetzt macht die Scheiße. Das sieht ein bisschen wertiger aus. Aber der ist viel schlechter bewertet. Kriegst du einen Schuh noch mit dazu eigentlich? Rasenbelüfter? Nee, ich glaube nicht, oder? In der gewissen Größe musst du da aufstellen? Nee, du bindest sie da nur rum. Ja. Das sieht so erbärmlich aus. Na, ich glaube, es kostet weniger. Und zwar 22,89 €. Lars Pesen sagt ein wenig billiger. Und ich bin sehr gespannt, wie viel dieses herrliche Produkt kostet. Es sind normal. Das kannst du mir nicht erklären, dass das 11,50 € kostet. Naja, warum? Das ist ja nur Plastik und ein paar Schrauben drin. Warte mal, das kostet dasselbe wie dieser Roller? Ja, dann kaufst du dir doch lieber den Roller und gehst damit über den Rasen. Das ist doch ein Witz. Das ist aus Plastik. Da sind Metallnägel und ein Schlierer drin. Sag mal, ist es das erste Mal, dass jemand zu null gewinnt? Hm. Das war sogar meine Senfcut. Ah, Senfkartenfluch, Senfangruf. So, jetzt wird's niedlich, jetzt wird's niedlich. Warte mal ganz kurz, was ist das für eine Farbe? Grün. Was ist das für eine Farbe? Orange. Was ist das für eine Farbe? Grau. Was ist das für eine Farbe von dem Produkt? Gelb. Senfgelb. Also, das ist niedlich. Also, das kann mir niemand erzählen, dass das niedlich ist. Dass es nicht niedlich ist oder niedlich ist? Nee, dass es nicht niedlich ist. Ah, ja. Das ist niedlich. Findest du es jetzt niedlich? Ich find's äußerst niedlich.
Ich werde im Erzgebirge in Handarbeit gefertigt und bemalt. Oh! Ist das niedlich. Wollen wir ein Kind adoptieren? Du nicht? Ich will schon, dass es aber auch von uns ist, von der DNA. Können wir nicht unsere Samen mischen und damit jemanden befruchten? Kann man das nicht machen? Als Zwilling? Nee, im Moment. Nee, aber stimmt eigentlich. Was ist, wenn Zwillinge ein Kind kriegen? Haben die dann die. Nee, wenn man. Aber Zwillinge haben ja nicht diese. Haben die dieselbe DNA? Wenn zwei eineiige Zwillinge ein Kind kriegen zusammen. Ist es dann der exakt gleiche Mensch nochmal? Weil der hat ja dann wieder die DNA. Das sind ja kleine DNA-Stränge und so. Die ändern sich ja dann auch. Und je nachdem, was dann dominant ist und so. Okay, du hast mich überzeugt. Aber könnte man nicht deinen Samen, eine Samenzelle von dir und eine Samenzelle von mir in eine, also künstlich befruchten bei einer Frau? Ich glaube, man kann aber nur eine machen. Ich glaube, du musst das echt gut verrühren, so ein bisschen unterheben und dann mit so einem Schneebesen. Was ist, wenn unsere Samenzellen vorher ein bisschen Sex hatten und dann. Gut. Ist es eine Lampe eigentlich, Florentin? Aber das ist doch eine Sendung, oder? Zwei Promis mischen ihren Samen und dann ist die Frage, welcher setzt sich durch? Nicht welcher Promi ist der stärkste, sondern wessen Spermien sind am durchsetzungsfähigsten. Das finde ich gut. Aber die Auflösung gibt es halt nicht mal nach 9 Monaten, sondern muss dann erstmal gucken, wie so langsam 20 die Merkmale Jahren klar sieht er eher aus wie Axel Stein oder eher wie Elton, das Kind. Herrlich, absolute Traumsendung. Also, das ist niedlich. Sperma-Lotto. Das ist absolut niedlich. Und hier steht Herkules drauf und da sind Lampen dran und das ist einfach toll. Nee, das ist die Nachfolgesendung von NDA ist DNA. Da machen wir es, oder? Top. Nach NDA, nach dem Erfolgsprodukt NDA kommt jetzt DNA. Also, Elobra-Stil, Kind, gelb und ist doch herrlich. Also, das ist Handarbeit aus Deutschland. Ja, ich habe angefangen zu schätzen, beziehungsweise ich habe die Senfkarte gezückt. Die Leute sind begeistert, es ist ein Kinderprodukt, du kannst für Kinder viel ausgeben, du hast dieses selbstbemalte Aber Ding. Aber das dreht sich nicht, ne? Nur damit wir uns einig sind. Das rotiert nicht wahnsinnig schnell, sodass das Kind aus Versehen erschlagen wird. Nee. Aber vielleicht geht dieses Führermodell da. Dieses Ach, das ist doch niedlich. Ja, ich find's auch cool. Und vor allem handgemacht, Achtung, handbemalt, das könnte teuer sein. Kann wir teuer sein, ne? Bei wie groß ist denn das, frage ich mich noch. Ey, mein Finger hat heute Morgen Muskelkater, so viel wie hier scroll. Es ist das letzte Produkt, das heißt, du musst jetzt genau treffen. Hier, so groß ist es. Hätte gern in Zentimetern gewusst, aber gut. Da oben ist so ein Rauchmelder, dann kann man es ungefähr. Rauchmelder vor Scale. So, tu es. Da steht es doch 60 auf 20 auf 20. Also, so kleinere Lampe. Wir haben Kinderzimmerlampe. Ja, wir sind auf jeden Fall bei 59 Euro. Ah, 99. Ich glaube, eineiige Zwillinge haben immer dasselbe Geschlecht. Die können gar nicht zusammen ein Kind kriegen. Nur zweieiige Zwillinge können unterschiedliche Geschlechter haben. Was sagst du? 59? 59, 99. 79, sage ich. Ich glaube, das ist echt nochmal teurer. 79, 99. Und wenn das jetzt genau stimmt, dann will ich aber meinen Sieg aber handgeliefert von Lars-Erik Paulsen morgen Abend bei mir zu Hause vor der Tür stehen haben. Warte kurz. Wenn du jetzt noch gewinnst, bestelle ich dir jedes Produkt, das wir heute hatten. Gut. Und schenke es dir. Gerne. Nehme ich gerne an. Und es sind 74! Nein! Wo ist mein Punkt? Hey! Suavemente, besser Mensch. Was ist das denn wieder? Nein, man will die Null. Ich will meinen Punkt nicht! Hallo. Jetzt, so haben wir es doch. 8-1. Ja, ich dachte, die Null steht. Na gut, dann bin ich mal wieder der. Herzlichen Glückwunsch. Hast du gut gemacht. War eine schöne Sendung. Ich hoffe, ihr habt ein paar Ideen bekommen. Bitte nicht diesen Plastik-Scheiß. Herzlichen Glückwunsch für diesen Ohrwurm, liebe Leute da draußen. Ey, pfiffige Ziffern kann ich einfach nicht. Ja, das stimmt. Ich bin nicht so ein materieller Typ. So. Ich lege eher Wert auf Ideen und Gedanken und sowas. Ich bin ein Businessmann. Ich bin ein Kapitalist und stolz drauf und habe diese Punkte heute eingeheimst. Hier ein 8:1 Kantersieg. Vielen Dank, liebe Leute, dass ihr ein Like da lasst und dieses Format so dort unterstützt. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal pfiffige Ziffern wieder. Wenn ihr es denn wollt, dann müsst ihr es halt anliken. Nicht komplett durchliken, aber anliken.
und abonniert den Kanal Rocket Beans TV und wünscht Florentin Will alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hände hoch! Nein! 20 Euro. Bitte treten Sie mich nicht! Gib mir jetzt deine scheiß 20 Euro. Oh, die habe ich leider nicht dabei. Die habe ich jetzt, weil, guck mal, ich wollte mir zeigen. Ich habe davon, habe ich mir nämlich hier diesen Schneebesen gekauft und ich dachte, ob wir nicht vielleicht unsere beiden, ja, sag ich mal, nachfahren. Ja, du hast deine Hände noch nicht oben. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Mit Lars Paulsen und Florentin Will. Pfiffige.